Ja, meine lieben Freunde, neue Runde 7 Days to Die auf dem PC. Es ist Tag 21, Hordenzeit. In 10 Ingame-Minuten geht es dann auch schon gleich los. In diesem Sinne, ihr seht es unten, Waffen sind einigermaßen am Start. Das konnte ich mittlerweile auch herstellen, die M60. Ein bisschen Munition ist dabei. Ich hoffe, es reicht. Ja, wir sind leider wieder hier. Ich habe es leider nicht mehr zeitig gepackt, eine Base zu bauen. Aber wir werden auch hoffentlich hier heute überleben. Die Zombie-Anzahl ist etwas höher gestellt worden. Ich glaube auf 16 oder 18. Ich weiß gar nicht mehr. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ein Abo, um kein Video mehr zu verpassen. Ne? Dafür einfach die Glocke aktivieren. Und gar nicht lange labern. Ich denke, wir gehen einfach direkt rein. Und schauen uns mal an, ob wir diese Horde überstehen. Was auf uns zukommen wird. Ich habe die Fallen teilweise hier ein bisschen aufgefrischt. Ja, gehen wir rein, Freunde. Okay, da höre ich auf jeden Fall schon den ein oder anderen Zombie. Ist nur die Frage von wo. Irgendwo von hier scheinbar. Okay. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ist natürlich super ausgeleuchtet das Ganze. Ich sehe fast gar nichts. Ich hätte hier vielleicht ein bisschen Licht anbringen sollen. Gut, hier sind sie scheinbar schon durch. Wir sind schon auf meinem Gebiet. In meiner Base. Ja, das macht schon Spaß. Es hat zwar ein bisschen wenig Munitionskapazitäten, aber oh, da ist irgendwas dran. Ich hoffe, dass das... Oh oh. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl gerade. Ich glaube, vielleicht sollte ich hier mal weitergehen. Okay, da ist schon der Kopf auf jeden Fall. Freunde, es wird auf jeden Fall eine krasse... Boah, da habe ich das Gefühl. Da eben noch irgendwas ist da. Willst du jetzt nicht explodieren? Ich kann nicht glauben. Ich bin ja immer noch der festen Ansicht, dass diese Art von Pfosten lange halten wird. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich da vielleicht ein bisschen verschätze. Ich glaube, die gehen nur auf diesen Pfosten. Nur auf den da. Achso, ich will hier auch noch zugeben. Aber ich habe ein bisschen mehr Fernkampfschaden. Wir haben nicht allzu viel Munition. Das muss ein bisschen sparsam sein. Das ist doch gar nicht. Oh, da kommt er angelaufen. Wenigstens da explodiert, wo kein Pfosten war. Das ist schon mal gut. Ich würde ja gerne mal hier ein bisschen mit der Pumpgun unten aufräumen, aber ich glaube, das würde ich nicht überleben. Das war so klar. Jetzt, wo ich seinen Kopf anvisiere, muss er natürlich nachladen.
Oh, einen Pfosten da haben sie schon kaputt gemacht. Ich sag mal so, wenn das hier kaputt ist, dann hab ich, glaube ich, ein dickes Problem. Wie gesagt, da ist schon, also seht ihr es, da fehlt schon ein so ein Ding. Ich bin ja wirklich enttäuscht, auch mal runterzugehen und ein bisschen Action zu machen. Aber aktuell weiß, kann ich die Lage noch nicht so wirklich einschätzen. Also ein bisschen was liegt hier auf jeden Fall schon unten. Nur ich weiß auch nicht, wie wir dann wieder hochkommen. Es geht eigentlich dann nur mit Rahmen. Ich geh doch genau dahin. Ich bleib stehen, Kollege. Ich sag nur, die Demolisher sind ja noch nicht da. Ich denke, die kommen mit der nächsten Horde. Nicht, dass jetzt hier Demolisher dabei sind, sonst haben wir echt ein Riesenproblem. Da ist mal wieder ein Polizist explodiert, aber hey, was soll's? Alles. So, irgendwo im Kopf, ich bin Kille. Ich werde noch da hinten. Sehe ich da ein bisschen mehr hier, Freunde. Oh, ist ein bisschen heller geworden gerade. Ich weiß nicht warum. Ich würde sagen, wir laden die Pumpgun nach, Freunde. Oh, 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 oh. Das ist, glaube ich, hier die Horde der Cops. Ja. Ich denke, Freunde, hier oben könnten wir jetzt versauern. Wir gehen einfach mal runter. Verpisst euch! Macht euch weg von meiner Bank! Oh, was da? Räubern! Ja, was ist los mit euch? Ist aber so, die Pumpgun, die geht schon gut ab, ne? Jetzt können wir looten, schon schnell. Und wir hoffen, dass wir vielleicht ein bisschen Munition finden, das wäre ganz klasse. Auch, aber habe ich nicht die Munition, die wir jetzt kaufen können. Okay, das sieht schon schwierig aus. Aber alles easy. Kriegen wir hin. Die Pumpgun richtet. Alter, der hat ja noch gelebt. Ich bin infiziert. Kommt sie wieder von mehreren drauf. Alles gut, die AK regelt das. Ich glaube, das ist aktiviert.
Wow. Jawohl. Ich sagen muss, glaube ich, mit der Pumpgun noch funktioniert ein bisschen besser. Wow. Ja, zwischendurch ein bisschen Leben hier. Da ist nichts Verkehrtes bei. Oh fuck. Was weg. Alter, das geht aber auch heute wieder ab. Boah, ey. Ich hab leider auch ein bisschen gefällt in der Vorbereitung, muss ich sagen. Ich konnte mir schon Trommelmagazine herstellen und ich habe keine Trommelmagazine hergestellt. Ist ein bisschen ungünstig. Schießt euch! Wow. Ist der fast tot? Warum sagt mir denn keiner was? Ich bin wirklich, ich bin tot! Ich bin gestorben! Ich bin schockiert! Alter, ich wollte mich gerade heilen, so eine Scheiße. Okay, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ist nicht schlimm, die Horde geht jetzt weiter in der neuen Base, Freunde. Wir sind hier in der neuen Base und ich glaube, hier geht's jetzt weiter. Da muss ich jetzt ganz schnell mal gucken hier, dass ich hier vielleicht noch die eine oder andere Weapon vielleicht, ja. Schlecht sieht das Ganze aus. Eine Zweier Pumpgun auf jeden Fall, aber ich habe hier. Warte mal. Was ist das hier? Nee. Ja, shit, jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Aber ich sag mal so: innerhalb der Base sind wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen sicher. Hoffe ich. Ich weiß auch gar nicht, kommen die Zombies jetzt hierher? Kommen die nicht hierher? Ich habe keine Ahnung. Die nehme ich vielleicht auch noch mit. Habe ich jetzt vielleicht gut. Ja, ein paar Minütchen habe ich jetzt vielleicht nur Zeit, mich ein bisschen zu sortieren, bis die ersten Zombies kommen. Das sieht schlecht aus. Das kann mir vielleicht noch helfen. Wieder eine gute. Okay. Ja. Dann mache ich vielleicht diesen Schalldämpfer-Mod ab und packe das da rein. Die schon ein bisschen mehr Damage macht. Ich weiß gar nicht, kommen die jetzt hierher oder nicht so? Ich habe mein Bike, ich könnte da auch hinfahren. Aber ich dachte, dass die Horde jetzt hier weitergeht. Sagen, Freunde, ich bin noch nie bei einer Horde gestorben. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Kommen die Eierköpfe jetzt hierher? Oder sollte ich vielleicht zur Bay? Ich habe doch mein Moped hier. Warte mal, da kann ich auch gleich ein paar Sachen hier lassen. Hat ja auch vielleicht ein paar Vorteile wenigstens. Crafting. Ich darf vielleicht was reinpacken können. Oh. Medizin habe ich auf jeden Fall ein bisschen was gefunden. Ah, das ärgert mich jetzt, dass ich hier gestorben bin. Ah gut, Freunde, so ist das halt manchmal. So, zack. Da passt nichts mehr rein. So, Kleidung. Teile. Jetzt muss ich noch umbeschriften. Ah, ist das bitter, dass ich jetzt gestorben bin.
Ah, das ärgert mich schon. Muss ich mal wirklich sagen. Ah, ne, halt. Ich falsch machen. Ich düse jetzt einfach hin, ey. Ganz ehrlich, die können mich mal. Ich werde die jetzt kaputt machen. Alle. So, mein Bike hab ich. Wir werden zwar dann von den ganzen beschissenen. Essen die von diesen Geiern eben gejagt, aber das interessiert mich jetzt auch nicht. Ich fahre jetzt meine Sachen holen. ...3,5 Kilometer haben wir vor uns. Boah, ist schon alles knallerot hier. Die Musik dazu auch. Also ich denke, wir sind in-game eine halbe Stunde bei der Base, hoffe ich. Darauf an, wie viele Geier uns attackieren. Ich glaube, ich muss mir das dann nochmal in der Wiederholung, ich habe es ja aufgenommen, angucken. Ich glaube, ich bin nicht durch einen Zombie gestorben, ich glaube, ich bin durch die Fallen, durch meine eigene Falle mal wieder gestorben. Wer hätte das gedacht, ne? Aber toi toi toi, noch keine Geier, die uns verfolgen. Wieder auf der richtigen Straße zur Base hin. Jetzt verstehe ich aber wirklich keinen Spaß mehr. Jetzt, wo wir gestorben sind, jetzt geht's richtig ab, Freunde. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt direkt nochmal sterbe. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, aber man weiß es ja immer nicht. Ist die Horde jetzt vorbei, weil wir gestorben sind? Immer müssen wir nicht neu anfangen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ich mich wohl ein bisschen überschätzt, als ich Rambo gespielt habe. Wahrscheinlich stand ich durchgehend in dieser blöden Falle. Hätte ich ja dann wahrscheinlich zu spät erst gesehen. Aber gut, sei es drum. Wir düsen jetzt dahin. Gut, eine halbe Stunde war vielleicht ein bisschen optimistisch. Haben wir 20 Minuten Zeit circa, um da anzukommen, aber das dauert hier. Das wird auch irgendwie gefühlt nicht weniger. Ach, guck mal, da kommen sie, die Freunde. Das Problem ist, diese Geier sind einfach auch schneller als ihr. Ja, also ihr seht das hier. Oh, die sehen aber auch ein bisschen komisch. Alter! Das gibt. Alter, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Entweder fahre ich zu meiner Base. Oder zu meiner Base, wo ich zu Hause bin. Ich habe jetzt nochmal sterben sollte, Freunde. Dann habe ich nahezu keine Waffen mehr, um mich zu verteidigen. Das wäre ganz, ganz, ganz böse. Das war eine scheiß Idee. Die kommen scheinbar zu mir. Zombies hier nachgerannt kommen. Ja, deswegen, wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier. Scheiße. Aber die Viecher holen uns ein. Die sind schneller als wir. Wir fahren zur Base. Wir fahren zur Base. Ihr werdet die Base kennenlernen jetzt. Und ja, ich hoffe einfach mal. Ich muss anhalten und sterben. Das ist der Grund, warum man nie wegfahren sollte nach Warden Base. In der Warden Nacht. Weil einem genau das passiert und wir vermutlich hoffentlich jetzt nicht nochmal sterben. Aber jetzt nehmen sie mich ganz schön her. Ich glaube, wir sterben schon wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass wir das nochmal überleben werden. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir sterben erneut. Diese scheiß Geier nicht mehr. Ne? Oh, was ist da hinten?
habe auch nichts zum Heilen dabei. Ich bin so dumm, ne? Ich bin so dumm. Ja, jetzt blutig. Wir werden wahrscheinlich sehr bluten. Kurz bevor wir in der Base sind wahrscheinlich. Ich sehe die Base. Ich kann die Base schon sehen. Also, nicht kann ich sie sehen. Geil, wir bluten nicht mehr. Das ist schon mal gut. Ja, 45 HP, 44. Ich weiß nicht, wie wichtig die Base ist. Ich glaube, dass die gerade die Base hier angreifen. 41. Ich fange auch gerade extrem. Jawohl, hier ist unser Wald. Oh fuck, ich bin voll gegen den Baum gefahren. Oh fuck, 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 fuck. So was habe ich auch noch nie gesehen. Die Base. Die Blüte. Ey! Aber in der Base gestorben, immerhin. Können wir uns da die Waffen holen? Ich hoffe, dass der andere Lootbag auch noch da ist. Ich hoffe nicht, dass der verschwunden ist, sonst haben wir echt ein dickes Problem. Ja, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, verteidigen wir unsere neue Base, ne? Ist auf jeden Fall unser Lootbag. Von irgendwo werden die gleich kommen und probieren uns zu überrennen. Ey, ich habe so ein blödes Gefühl gerade, ne? Ich glaube, dass die uns ganz schön auseinandernehmen werden. Wir haben jetzt hier noch Mollys. Das haben wir auch noch. Ich muss gucken, Freunde. Also merkt euch, in der Hordennacht nie wegfahren, sonst passiert euch das, was mir passiert ist. Und jetzt irgendwann... Ich könnte mir schnell ein Trommelmagazin herstellen. Also noch sind keine Zombies hier. Cool, dass ich den Schlafsack hier hingelegt habe neulich. Sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. So, schnell mal gucken, Trommelmagazin-Mod. Geschmiedeten Stahl, Kunststofföl, mechanische Teile. Kunststofföl. Ich glaube, Stahl, ne? Was war das? Stahl. Dachte mir nicht, dass. Jawohl. Den Scheiß können wir schon mal fertigen. Bleiben Sie denn jetzt? Ja, jetzt kommen sie nicht mehr, ne? Ist klar. Jetzt, wo sie wissen, hier ziehen sie auf jeden Fall den Kürzeren. Kommt her! Ich warte auf euch! Dann ist das nicht so ein Streuch vielleicht. Das ist noch ein Anbau. Gut, ich sollte vielleicht nicht so ganz große Klappe haben. Ich bin ja zweimal gestorben, aber... Sei es drum. Gehe jetzt hier raus. Ich fahre eine Runde mit meinem Moped. Wo seid ihr denn? Boah, warum ist denn das so dunkel? Ich sehe kaum die Zugbrücke. Ich will jetzt aber auch nicht ganz so weit wegfahren. Aber es ist auf jeden Fall Stockenacht. Ich hätte gewusst, hätten wir auch gleich hier spielen können, die Horde. Ja. Das ist ja manchmal so, ja, übermotiviert an die Sachen an. Jetzt kommen sie nicht mehr, oder was? Me.
Also, der Anfang der Horde war ja echt geil, ne? Aber dann das erste Mal gestorben, dann kam schon nichts mehr. So großartig. Dann irgendwann kamen sie mir alle entgegen. Und ja. Was soll ich sagen? Da müssen wir jetzt kurz warten, bis die Hordennacht vorbei ist. Und dann kann ich mir mein Stuff auf jeden Fall holen. Klasse, irgendwie. Gut, dann können wir aber auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen. Wie sieht es hier aus? Das ist fertig. Ja, Freunde, dann machen wir vielleicht eine kleine Base-Führung. Weil hier scheint nicht mehr ganz so viel zu passieren. Und zwar sieht die Base ja relativ unscheinbar aus. Ne? Man könnte jetzt meinen, okay, er hat wie immer eine Mauer gezogen. Ne? Aber das ist es nicht, Freunde. Ne? Also wir gehen jetzt mal hier runter. Dann seht ihr schon hier, ist quasi, das ist der zweite Verteidigungswall. Das hier ist der erste. Der ist teilweise mit Beton schon aufgefüllt, teilweise sogar kaputt. Und ja, das wird dann alles weggerodet, wenn ich den Erdbohrer habe, weil das ist mir mit der Schippe ein bisschen zu anstrengend. Auf jeden Fall fallen die Zombies hier unten dann oder laufen dann hier gegen. Jetzt aktuell fallen sie noch hier gegen. Dann kann man sie ganz entspannt hier killen. Und wenn es hart auf hart kommt, hat man eben die Möglichkeit, in den zweiten Ring zu gehen. Dafür haben wir zwei Türen. Und dann kann man sie auf jeden Fall von hier auch noch ordentlich bekämpfen. Und ja, wenn das dann auch gefallen ist, wie gesagt, das wird ja keine Hordenbase, das ist ja einfach nur unsere, ja, unsere Equipmentbase. Dann haben wir ein kleines Problem. Aber das wird nicht passieren. Höchstens, wenn es wie jetzt ist, wenn jetzt hier wirklich so eine Zombie-Horde kommt. So eine Blutmond-Horde. Aber selbst das, glaube ich, das schaffen die nicht. Wenn keine Demolisher kommen, schaffen die das nicht. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt als nächstes direkt eine neue Base bauen, glaube ich. Obwohl ich das Konzept der alten Base... Wäre ich nicht so Rambo-mäßig darunter gesprungen, glaube ich, hätte das sogar überlebt alles. Aber gut, da wollte ich natürlich mal wieder zu viel. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall gleich das Trommelmagazin fertig. Das packe ich direkt an die AK dran. Mehr macht das jetzt auch nicht Damage. Mehr Munition. Aber ich bin auf jeden Fall hier, um mein Grundstück zu verteidigen. Wo seid ihr? Kleinen, räudigen Zombies. Ja, scheinbar muss man echt mit dem Moped erstmal durch die Gegend düsen, damit die ganzen Zombies angelockt werden. Die hat ja sogar ein Logo. Die AK. Verrückt. Ich glaube, ich hole mir mal ein paar. Wow. Ich hole mir ein paar Medikits. Ich nehme mal ein paar Medikits vorsichtshalber mit. Das lasse ich vielleicht noch mal hier. So. Achso, nee. Von hier geht die noch nicht auf. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Deswegen muss ich aktuell noch hier drüber jumpen. Und ich probiere es nochmal, Freunde. Ich fahre zur Base zurück. Da, wo unsere ganze Ausrüstung liegt, da fahre ich jetzt hin. Ja, was ich nicht ganz verstehe, ist, die Viecher sind mir gefolgt bis zu dem Wald. Mehr los. Nichts mehr los, Freunde. Es tut mir leid. Das war scheinbar schon die ganze Horde. Ich sag mal so, reicht ja auch. Zweimal gestorben, das reicht.
War natürlich doof von mir, dass ich keine Medikits mitgenommen habe. Sonst wäre es wahrscheinlich bei einem Death geblieben. Und wie gesagt, hätte ich früher festgestellt, dass ich in so einer blöden Falle stehe, wäre es vielleicht auch nochmal anders ausgegangen. Aber hey, was soll's? Ist nicht schlimm. Versuch macht klug. Aber ich will ehrlich gesagt gar nicht so weit jetzt wieder hier wegfahren. Weil gleich kommen wieder 20.000 Geier und ich bin tot. Ich dachte, da stehen sie, aber das war nur ein Auto. Hab schon ein bisschen Angst, weil ich bin jetzt schon wieder genau in der Mitte zwischen den beiden Basen. Ich hab ein bisschen Angst. Ist halt die Frage, in welche Richtung fahre ich denn jetzt? Was ist denn jetzt näher? Von wo wurde ich denn eigentlich attackiert? Ich habe mir schon erst gedacht, komm, wir gehen einfach auf ein Gebäudedach und spielen die Horde von dort. Bisschen Schiss gerade. Vor allem die Musik dazu. Ah, hier rechts ist auf jeden Fall ein Gebäude. Wenn, dann würde ich, glaube ich, dahin fahren. Und nicht zurück zur Base. Hier wäre jetzt auch wahrscheinlich dann gleich nochmal ein Gebäude gekommen. Gut, das ist nur ein... Oh, fuck. Jetzt sind wir hier wieder mitten in der Horde, Freunde. Oh Gott. Hier links ist der Tower, da fahre ich hin. Dann schauen wir mal. So, ein drittes Mal sterben, ich hoffe natürlich nicht. Alter! Man kommt ja kaum voran hier. Das ist jetzt wirklich mal wieder. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Okay. Gut, hier sind wir vielleicht erstmal ein bisschen sicher. Horde geht in die nächste Runde. Digga, verpiss dich doch mal. Das ist schon ein bisschen arg lästig gerade. Aber wir wollten die Action, ja. You want some, you get some. Vielleicht gehe ich mal. Leben sieht noch in Ordnung aus. Ich bin zwar infiziert. Kann ich hier gar nicht höher. Da muss ich wahrscheinlich von unten rein. Gut, die werden jetzt nicht den ganzen Turm hier zum Einsturz bringen können, hoffe ich. Sonst bin ich ganz schön am Arsch. Genauso wenn ich jetzt hier runter. Alter! Wenn ich jetzt hier runterfallen würde. Ich weiß nicht. Ach doch, der Turm hält das doch aus. Easy hält der Turm das aus. Guck mal, wo ich schon bin. Ich gibt's hier oben noch eine geile Knarre. Die wurden wahrscheinlich bei der Hordennacht auch noch nie besucht. Das geht ja noch höher. Ich hoffe, dass hier oben jetzt auch was Gutes auf mich wartet. Hier so ein Oberst von... Geil, keine Waffe. Aber hier geht's noch höher, okay. Boah, looten wir das einfach mal schnell hier während der Horde. Komm bitte eine Waffe. Nein! Natürlich nicht. So, wir müssen jetzt mal gucken hier. Gleich ist die Horde vorbei, Freunde. Dann wird hier erstmal ein bisschen aufgeräumt, glaube ich.
War das ein Kopf oder war das so ein blöder Geier? Alter, die ballern da aber wirklich alles weg. Jo, die sind alle da oben. Wie geil ist das denn? Da kann ich einfach Granaten hinwerfen. Zack, gleich. Zack. Oh, jetzt kommen sie hier hoch. Aber das ist nicht schlimm. Weil wenn die jetzt gleich hier hochkommt, dann knall ich die einfach ab. Ich lade mal das Gewehr hier nach. Auf welcher Plattform sind die denn? Kommen die denn da? Okay, da ist schon die erste. Ich kann ja einfach hier hinstellen, ein bisschen. Ein paar Kills sammeln. Das ist so ärgerlich, ne? Ich hatte so einen guten Loot. Wie nennt das hier? Stadion. Dann sterbe ich einfach zweimal. Boah, Alter, wo kommst du denn her? Entschuldigung, dass ich diesmal etwas viel Alter sage. Ach guck mal, ich bin Level up. Schön. Willst du denn? Was bist du hier? Ich komm. Das sind alles die dafür gesorgt haben, dass ich sterbe. Bin ich enttäuscht von euch allen. Mach euch hier weg. Mach weg hier. Hier bin ich immer noch. Ich habe auch gar keine Machete. Ich wollte jetzt alle mit der Machete lünchen. Okay, das macht jetzt auch nicht sonderlich besser. Ich hätte die AK vielleicht mal reparieren sollen. Okay, hier gibt es scheinbar keinen Loot mehr. Hier ging es dann mal höher. Gut. Medikamente. Ist ein Antibiotika dabei? Nee. Ja, würde ich sagen. Du gehörst auch noch dazu. Ich hab dich erkannt. Du warst bei meiner Hordenbase auch dabei. Was? So. Ach Mensch, war das eine schöne Horde. Freunde, jetzt fahren wir zusammen noch zur Base. Gucken mal, ob unser... Das gibt's doch gar nicht. Da ist schon wieder so ein Geier. Aber ich glaube, das ist jetzt ein normaler. Da sind wir auf jeden Fall schneller. Sein, der holt es jetzt ein, dann ist es kein normaler Geier. Ah, ne, easy, fahren davon. Ja, ich hoffe, dass unser Backpack da auf jeden Fall noch liegt. Sonst haben wir, glaube ich, schon ein größeres Problem. Gut, die meisten Waffen habe ich eh selber hergestellt, aber die Mods. Ja, schon schade, wenn die jetzt alle weg sind. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf, ich könnte mir die alle wieder neu herstellen, bis auf die Vierer Pumpgun, weil ich Pumpgun, also Schrotflinte jetzt noch nicht so extrem gelevelt habe. Ich glaube, da könnte ich mir eine Zweier oder sogar Dreier herstellen. Aber Vierer auf jeden Fall nicht, aber die Schrot, die Sturmgewehre, also sprich die AK, Kalaschnikow und die M60, könnte ich mir im Notfall auch fünfermäßig wieder herstellen. Kostet halt extrem viel Ressourcen. Also hoffen wir einfach mal, dass alles wieder da liegt. Machete, Fünfer Machete könnte ich mir auch herstellen. Auch easy. Und ansonsten war da noch, ich glaube, ein paar Granaten, ne? Granaten, Mollys. War nur Mollys sogar, ich weiß gar nicht. Und diesen Trank, aber davon habe ich eh genug. Dass man mit Pferdenkampfwaffen mehr Schaden macht. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Metall. Ich brauche ganz dringend Metall. Ein Erdbohrer wäre natürlich klasse. Da würde ich sehr schnell viel Metall kriegen. Ja, er ist bestimmt auch noch von der Horde. Er hat sich erstmal ausgeruht am See. So, dann gucken wir doch gleich mal, was hier noch so los ist. Was geht denn ab, Freunde? Ist der Backpack denn noch da? Ich hoffe so sehr.
So, ich hab ja noch ein paar Kisten mit diesen Fernkampf-Mods. Oh, die könnte ich einfach aufmachen. Vielleicht ist ja ein Trommelmagazin auch zwischen. Dann brauche ich das nicht herstellen. Ah, ich war vielleicht auch einfach ein bisschen zu schlecht auf die Horde vorbereitet. Das muss man vielleicht einfach dazu sagen. Schreibt mal in die Kommentare, Freunde. Neue Base oder die nächste Horde wieder in dieser Base, wo wir jetzt eben gespielt haben. Schreibt es mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, wer bis hierhin das Video verfolgt hat. Ja, da liegt unser Backpack noch. Das freut mich. Und ich wette, das liegt so genau neben so einer Falle. Ja, war mit Sicherheit auch eine Falle. So, das wäre alles... Ja. Ja, ein Pistol wäre schon schade gewesen. Das auf! Was ist denn los mit dir? Nicht so schüchtern. Ja, an sich, wie gesagt, die Base hat immer noch Stand gehalten, also sie ist nicht eingestürzt. Ich bin leider da hinten verreckt. Gut, da fehlt auch was. Tja, was für eine beschämende Horde auf jeden Fall, Freunde. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Oh, das gibt's doch nicht. Schon wieder in diese dumme Falle gelaufen. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ja. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Einfacher, als ein Kommi zu schreiben. Und ansonsten sehen wir uns, denke ich mal, beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt 7 Days to Die auf dem PC. Und in diesem Sinne, Freunde, lasse ich euch alleine. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.